Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit den Orks. Lang ist her, dass ich gespielt habe. Leider, ich habe mich viel zu sehr auf StarCraft konzentriert, ja. Und was soll ich sagen, StarCraft läuft relativ okay, bin jetzt irgendwie so Rang 29. Wenn ich den Bonuspool auf 0 bringen würde, dann wäre ich so in den Top 8. Und hätte vielleicht sogar Grandmaster schaffen. Na, mal schauen. Aber jetzt hier, Herr der Ringe, los geht's. Wir haben Arnor unterworfen und erhalten Rabatt beim Bau von Gebäuden. Das ist doch schon mal relativ nützlich. So, das heißt, die Festung ist 10% günstiger. Ich glaube, alle Gebäude sind 10% günstiger. Und bei der Festung sind es mal eben 500. Gold, das wäre zum Beispiel eine Kluft. Das lohnt sich. Okay, ich kann weiterbauen. Wie baue ich mich denn auf? Jetzt lass mich mal kurz gucken. Ah ja, Six, da hinten ist schon ein Fehler. Da brauchen wir nämlich das Schatzlager. Hier brauchen wir eine Orkhöhle. Und hier brauchen wir eine Festung. Hier brauchen wir eine Festung, Orkhöhle. Eine Festung. Eine Höhle. Hier haben wir wieder zwei Gänge, brauchen wir auch eine Höhle. Kann ich mir nicht leisten, hurra, dankeschön. Aber erstmal abreißen, ne? Das P in Alexascha steht für Professional, nur damit ihr das wisst. Okay, da kann doch sicher noch irgend so ein Ork-Heini rein. Ja, perfekt. So, den an die Front, den an die Front, den. Da sind ja gar keine Gegner mehr. Wo sind denn deine Gegner? Ja, dann den an die Front und dann schicken wir da ein paar Soldaten runter. Nimm mal mit, alles, gib alles. Die schick mal runter, alles. Ist da noch Platz? Oh, da ist noch viel Platz. Und schick mal runter. Noch mehr Platz? Nimm mal viel. Und runter damit. So. Die schicken wir darüber. Und die nach Möglichkeit darüber. Aber wir können tauschen, tauschen ist auch gut. So. Und dann hatte ich ja ursprünglich irgendwie vor, Dol Guldur zu erobern. Mal sehen, ob wir es diesmal hinbekommen. Jetzt noch ein Gothmog. Der kann allerdings gerade hier nicht angreifen. Ah, der ist hier. Ja, nee, aber. Nee. Dem geben wir jetzt Spinnenreiter mit. Genau. Okay. Hier müssten wir safe stehen. Ja, wow. Helms Klamm ist super safe. Okay, Phase beendet. Dann wollen wir mal. Oh ja, ganz schlimme Schlachten. Oh ja, ganz schlimme Schlachten. Okay. So, was haben wir hier? Das könnte allerdings interessant werden. Leider. Na. Okay. Wird nicht ganz easy, weil ich da nicht viele Truppen habe. Aber vielleicht bekommen wir Dol Guldur. Das wäre auch nice. Wenn wir Dol Guldur bekommen, dann. Ja, doch. Das wäre schick. Und das können wir theoretisch auch verteidigen. Es ist bloß ein Gegner. Wir müssen halt ein bisschen defensiv spielen, glaube ich. Und dann geht das schon. Oder wir müssen gar nicht so defensiv spielen. Weil meine Spinnenviecher hier ausgerüstet sind. So, ihr da runter. Nee, warte mal. So, ich kenne schon die ganzen Hotkeys nicht mehr. Furchtbar. So, ein Spinnenreiter Viech greift die Orks da oben an. Das andere die da hinten. Ihr könnt es auch so durchrennen. Ihr braucht jetzt keine Feuerpfeile, das dauert viel zu lange. Reitet es einfach dahinter. Genau. Einmal außen rum reiten. Hier auch. Runter. Bing, bum, bum, bum. Trollalololol. Fertig. So, die gehen erkunden. Und ihr greift's da an. Das passt. Ihr greift's da an. Na, nimmt's mal das Gold mit. Ups, nimmt's mal das Gold mit, bitte. Kann ja nicht so schwer sein. Schaffen sie es? Na, schaffen sie es? Oh, sie schaffen es nicht. Was für Idioten. So. Okay. Greift's da mal an. So, ein Feind.
Habe ich noch immer nicht gefunden. Wahrscheinlich ist er rechts unten, könnte ich mir vorstellen. Genau, weiß ich es nicht. Da gibt es noch Gold. Also ich fahre jetzt hier erstmal das ganze Gold weg. Und sehen wir weiter. Okay. So, die haben das mitgenommen. Festung steht gleich. Dann können wir ja jetzt... nein, warte mal. Ich baue mal Klüfte. Ich möchte mal eine Kluftarmee haben. Ich glaube, das könnte ziemlich cool werden. So, dann... Nehmen wir jetzt mal die Spinnen zusammen. Und rennen noch hier runter. Und da suchen wir dann mal den Gegner. Weil Geld habe ich jetzt ein bisschen. Ist nicht viel, aber es geht. Joa, geht schon. Dann bauen wir noch eine Kluft. Und hier bauen wir jetzt die Fledermäuse. Ich möchte nämlich wissen, wo der Gegner ist. Und wann der Gegner ist. Das vor allem. Ah, da ist er ja. Okay, alles klar. Ja, Sixer, da ist er schon. Blöd Gegner. Aber nicht mit mir. So. Von draußen kommen ganz seltsame Gerüche in mein Zimmer. Ja, ihr weiß nicht was. Ganz, 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 ganz komisch. Aber nichts, nichts Schlimmes. Also es brennt nicht oder so. Aber ganz, ganz komisch. Also was auch immer das ist, ich kann es nicht identifizieren. Gruselig. Wer ist wo wie zu weit weg? Ja, das sind doch Gegner. Ja, haut sie doch weg. So. Was haben wir jetzt hier? Ey, die machen mir so einiges kaputt. Ich geh mal in den Gang da. Die Festung wird das schon regeln. Bauen wir jetzt hier einfach noch ein Türmchen, dann sind wir safe. Das fällt ein bisschen doof, ich bin in Klüften. Aber hey. Aber naja. So, Führerschaftsbonus, stehen wir den auch noch. Dann bauen wir noch einen Turm. Sobald ich den Angriff überstanden habe, müsste das kein Problem mehr sein. Weil, ja, die haben dann nicht mehr viel. Ist zwar schade, dass ich mich jetzt hier nicht wirklich aufbauen kann, weil ich halt gleich gewinne. Aber, boah, das ist nicht so schlimm. Geht schon. Ich muss nur dafür sorgen, dass der Troll hier stirbt. Und alles andere ist dann... Boah, geht schon. Ja. Easy. Tschüssi, winky winky. Tinky winky. So. Ende. Das war, muss ich gestehen, ziemlich einfach. Schau mal... Ja, Moment. Ganz, ganz, ganz kurz. Schauen wir mal, wie es hier ausschaut. Das wird nämlich interessanter. Ich muss... Also den Zwergen gehört der ganze Mist. Und Isengard muss ich vertreiben. Aber ich schaue jetzt zuerst, ob Isengard... Ach nee, die können nicht fliehen. Die hatten keinen... Okay. Isengard spawnt da auch. Ich weiß nur nicht wo. Ob sie in der Festung spawnen oder außerhalb der Festung. Deswegen schicke ich, wenn ich links unten bin. Das sehen wir jetzt gleich. Schicke ich die Spinnen nach oben und den Drachenfürsten nach... rechts, oder von euch aus gesehen wahrscheinlich so statt so, ich weiß es nicht genau. Irgendwie spiegelverkehrt. Keine Ahnung, fragt's mich nicht, das ist viel zu früh in der Früh. Ja. So, da hat's ein Katapult. Lass mich erstmal bauen. Ja. So. Und dann nehmen wir hier alles mit. Der Drachenfürst wird die 1. Die Spinnen werden die 2. Ja, 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 in Spinnen. Warte, warte, warte. Nee, 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 nee. Doch, 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 doch. Der fliegt erstmal rum. Boah, hat hier viele Spinnen. Sehr eiskrass. Eiskrass, das setzt sich durch. Das ist das neue Wort. Das ist voll eiskrass, man. So. Was sind wir jetzt? Wo ist denn jetzt der Gegner? Jetzt doch sicher irgendwo. Leuchtfeuer. Okay. Also die haben nichts gefunden. Toll. Glückwunsch. Ja, dann nehmen wir das Leuchtfeuer ein. Oh, wir haben Gollum gefunden.
Oh, den Ring nehmen wir mit. Den Fehler mache ich nie wieder. Ah, guck mal einer an. Mach mal Feuerball. Komm schon, caste. Speifeuer. Easy. Oh, Mann. Wenn man die Regeln des Spiels kennt, dann ist es halt echt einfach. Ne? So, geht's mal dahin. Nee, ihr sollt's dahin gehen. So. Ja, dann brauchen die Spinnen da oben theoretisch auch nicht mehr rumhampeln. Aber hier gibt's doch auch irgendwo ein Leuchtfeuer. Genau, und das hole ich mir. So. Ja, nimmt's das mal ein, dann dahin. Der geht dahin. Und dann bauen wir uns einfach weiter auf. So, der Drachenfürst kann hier mal die Katapulte wegnehmen. Und eigentlich alles im Alleingang machen, weil... ne? Ganz im Ernst. Gefährlich ist da jetzt nichts. Hier, tschüss, Katapult. Mach mal die Katapulte kaputt. Oh, das gibt aber gut Geld. Ich sollte aber eine Festung bauen. Nicht, dass irgendein geheimnisvoller Sneaky-Attack kommt. Und ja, mir alles zerstört. Die Baumeister tötet, dann verliere ich. Das muss ja nicht sein. Man muss es ja nicht provozieren. Ne? Wie wäre es, wenn ihr einfach das Teil da zerstört? So, die nehmen das ein. Was hat's denn hier noch? Ah ja. Wow, schön gemacht. Einer hat überlebt, den tötest auch noch. Wunderbar. Das Gebäude gehört mir. Da hat es noch Spinnen. Mann, über diese blöden Spinnen. So. Ja, mach mal ein bisschen Feuerpalle. Haben die Feuerpalle? Ja, gut, okay. Die Spinnen nerven. Also jetzt so viele Spinnen. Aber das wundert nicht, denn Dol Guldur ist ja in der Nähe des Düsterwalds und, so wie wir wissen, waren da eine ganze Menge blöde Spinnen. Deswegen passt es schon, denke ich mal. Wenn ich hier nur Mist erzähle, dann sagt mir das bitte. Korrigiert mich, ich habe nichts dagegen, korrigiert zu werden. Solange es dann auch stimmt, was er sagt. Okay, Feuer, boom! So, den komischen Hanswurst. Wer ist denn das? König Dein, oder? Schaut schon aus wie so ein König, ja. So, der macht's auch nicht mehr lang. Und... Boah. Ja, komm, hier. Feuer. Komm schon, schnell, schnell, schnell. Nein, ne Fresse, nein. Oh mein Gott. Ich bin so scheiße schlecht. Ja, jetzt wird's halt bescheiden bis beschissen, ne? Ich meine, ich habe den Ring und ich habe die Hälfte des Geldes zusammen, die ich brauche, für Sauron. Oh, also, ne, aber muss ja nicht sein. Ja. Ah, ich habe das Ding nicht eingenommen, seht ihr? Tja, ich baue einfach mal weiter, Star. Jetzt pass mal auf, jetzt benutzen wir die Minen. So wie es eigentlich auch vorgesehen ist. Und schicken hier ein Spinnenteil raus. Und schicken hier die anderen raus. Und die geben erstmal den Ring ab. So. Haben wir es jetzt oder... Mann, was sind denn das? Sind das Zeloten? Nee. So, wo ist der Gegner? Aha. Schon gefunden. So, Baumeister, es gibt Arbeit. Ja, das war nicht schwer. Nice. So, wir haben den Ring. Oh, mein hübsches Ding. Ich versteck mein Ring. Dingelingling, wir könnten es bringen. So. Ah, die Mine zerstören sie mir natürlich. Blop, 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 blop. Und dann da hoch. Und dann da hoch. Und dann da hoch. So, jetzt haben wir doppelte Fledermäuse, einmal in der Festung, einmal hier auf dem Feld. Ich glaube, ich belebe einfach den Drogoth wieder. Nee, ich weiß noch nicht. Da hat's noch Spinnen. Weil der Drogoth ist halt so schnell gestorben. Ja. Die sind ganz böse. Okay, da können wir noch bauen.
Da können wir noch bauen. Aber... warte, und da können wir noch bauen. Okay, passt. Passt. Aber... nee, ich bild jetzt doch Drorath wieder aus. Obwohl, Sauron braucht halt so lang. Das lohnt sich einfach nicht. Wo denn? Ja, der Feind. Der Feind ist ganz böse. Buhu. Warte mal, kann ich da hinten? Oh, Sneaky Attack. Was geht ab? Ah, wie mies. Geil. Vielleicht hätte ich einen Spinnenhort behalten sollen. Ah, jetzt ruft er auch Leute, Six. Aber das macht nichts. Das ist schon in Ordnung. Die sollen sich hier die Köpfe einschlagen. Und meine Spinnen rennen vorne die Tür ein. So, und jetzt rennen wir. Jetzt bauen wir hier noch. Und... oh, warte mal. Halt. Ist das ein Tunnel von mir? Gebäuderuine. Aber ich kann sie nicht angreifen, also... ja, wird schon passen. So, die Fledermäuse. Ja, guck mal, die Fledermäusen habe ich gewonnen. Haha, wo? Oh, wie fies. Naja, dürfen sie ja probieren. So, solange da noch Phalanxen sind, also so Speerträgertypen, ist es ein bisschen gefährlich, da einfach so drüber zu roffeln. Sobald die aber weg sind, können wir hier volle Kanne drauf gehen. Und Krawoms! Oh ja, das hat Spaß gemacht. So, die müssen weg. Die müssen in Sicherheit gebracht werden. So. Haben sie es überlebt? Woo! Okay. Zurückziehen. Ich weiß ja, warum sie jetzt das Gefängnis zerstören, weil das hat gar keinen taktischen Nutzen. Ich bekomme da auch nichts raus, aber... so, ihr geht's in den Tunnel und nehmt's... warte mal. Der Drachenfürst macht da ein bisschen Stress. Und die holen mir bitte wieder das Gebäude zurück. Aha! Ein König. Na, ja, das sehen wir dann schon. Oh! Oh. Nein. Flieh, Drachenfürst, flieh, das schaffst du nicht. Äxte. Ich weiß nicht, wie eine Axt durch eine Schuppe von einem Drachenpanzer durchdringen soll. Keine Ahnung. Aber anscheinend geht es irgendwie. Ne? So. Kluft. Schatzlager. Schatzlager. Dann, nee, Türme brauchen wir jetzt nicht. Ich habe zwar Kohle, aber das heißt nicht, dass ich sie wegschmeißen muss. Ja, geht's doch da hinterher. So. Okay. Dann machen wir jetzt hier einen Wurm und einen Dingsbums und Halleluja und Servus. So, die Spinnen dorthin, der Drachenfürst dort irgendwie angreifen. Dann rufen wir jetzt irgendwie... geht nicht. Da geht's hin. So, die da und die Spinnen. Und dann Halleluja. Na, das sind die schon wieder. So, Kluft 1 fertig. Bauen wir Kluft 2. Erweitern den ganzen Spaß noch. Der wird erweitert. Und dann können wir... dann können wir wieder... so, und der bildet die aus. Erforscht. Wo ist denn der Gegner noch? Der hat ja schon gar nichts mehr. Aha, Bogenschützen. Ich weiß nicht, wie Äxte so viel Schaden machen können. Aber irgendwie machen sie es. So, voll egal. Denn ich wollte ja... genau, so. Das da. Und dann bauen wir das hier auf. Und das hier. Und das hier. Du könntest mal wegfliegen, nicht dastehen und dich töten lassen. Das wäre ganz gut. So, ihr greift mal bitte irgendwie irgendwas an. Tschüss, Drogos! Also Pfeile sind echt ekelhaftigst. Macht aber nichts.
Das macht nichts. Joa. So. Und dann machen wir Rüstungen und den ganzen Kram. Geld haben wir ja jetzt mehr als genug. So. Die Spinnen weg. Und wenn ich das alles habe, dann... Dann wird's ziemlich geil. Ah, das Ding ist schon zerstört. Okay, ich wundere mich schon. So, weil die können nämlich den Ansturm, diesen Sturmangriff, diese Schwertkämpfer. Und da machen die guten Schaden, würde ich mal sagen. Hetze Trolle auf den Feind, verursachen mehr Schaden, erhalten mehr Rüstung und werfen Gegner zurück. Definitiv nützlich. Also nicht zu unterschätzen. Ja, komm mal weiter mal das Schatzlager auch noch. Obwohl, nur wir brauchen es nicht, reißen wir es ab. Passt schon. Sind fertig. So, schmiedete Klingen. Geschmiedete Klingen. Und dann... Ja. So, die können in Sicherheit gebracht werden. Und so viel Stuff haben die dann immer. Da gibt es bald den Baldrauch und den Drachen. Mit bald meine ich eigentlich so gut wie genau jetzt. Ich weiß ja nicht, wo er noch was hat, ne, aber... So. Na, jetzt sehe ich nichts mehr. Aber das macht nichts. Ah ja, hier, da noch so. Naja. Ah! Aha, aha! Aha, aha! Ah, ich sehe. Ja, komm. Ne, mach mal anzünden. Dann Feuerspein. Na komm. Und dann kannst du da drauf peitschen. Dahinter natürlich schön die Upgrades machen. Die sind ja wichtig. Joa, mach mal. Greif an! Kann nicht so schwer sein. Wahrscheinlich backt er jetzt rum, weil er da irgendwie drin steht. Renn da mal raus. So. Was für ein Baumeister? Was geht denn hier ab? Guck mal, wie ist das platziert? Der backt komplett rum, der Balrog. Er checkt es gar nicht. Jetzt ist er tot. What? Na gut. Der Gegner wird eh bald aufgeben. Das weiß ich jetzt schon. Spätestens, wenn ich jetzt dann angreife. So. Weil die sind alle ausgerüstet. Das überlebt der nicht. Das ist sorry. Nee. Keine Chance. Keine Chance. So. Obwohl mich das Ding natürlich schon arg nervt. Aber wir haben ja... Das ist so geil, ich kann halt wirklich die ganze Zeit hier das Zeug spammen. Ups, ein Wächter. Ja, upsi, hi. So. Können wir da das Tor hoch? Upsi, Missklick, sorry. Drogoth, dich will ich ausbilden. Darf ich nicht. Ja. Wir Truppen können wir nicht. Schon klar. So, ich muss ja nur alles zerstören hier, ne? Ja, da hinten noch die Halle zerstören. Genau. Oh, Doppelkatapult. Wo? Ah ja. Na gut. So, die können da reingehen. Na also. Was war das denn? Grunz. Schon klar. So. Nee, passt schon. Gib auf, hast verloren. GG, tschüss. Hast aufgegeben. Hätte ich an deiner Stelle nicht, aber... Naja, vielleicht doch. Ich weiß es ja nicht. Schön, jetzt haben wir eine ganze Menge ausgerüsteten Mist. Und damit ist Dol Guldur unser. Easy peasy. Kurz abspeichern und dann geht's gleich weiter.